Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen AOS Video Battle Report. Ja, guten Moin. Moin Moin. Ich habe die ganze Nacht bemalt, weil wir spielen heute Blades of Khorne, das neue Battleturm von den Khorne-Spielern gegen. Ich spiele Deepkin mal wieder, will mal heute richtig in den Arsch voll kriegen, hoffentlich. Ja, schauen wir mal, heute gibt es Fischfutter hoffentlich oder mehr für den Blutgott. Wir spielen Fallende Sterne und dann kommen wir gleich zur Armeevorstellung. Viel Spaß. Viel Spaß. 2050 spielen wir heute. Paddy war so gnädig, dass wir ein bisschen drüber spielen. 2060, Entschuldigung, weil ich wollte mal die drei Endless Spells probieren, deswegen haben wir ein bisschen mehr. Und zwar haben wir die Ikone, die Axt als Endless Spells, den Blood Secretor, drei Slaughter Priests, fünf Wrathmongers, fünf Blood Warriors mit den Äxten. Ne, das heißt Äxten, die kleben, Entschuldigung. Wie nennt man nochmal das bei den Ogern, diese Fäuste. Dass diese Sechser töten. Iron Fist. Haben die auch? Gorefest heißen die, super, danke. Dann spiele ich ein Bataillon aus drei Bloodfirster mit Zweihand und Scarbrand. Als Battleline 10 Bloodweavers, 10 Bloodweavers. Hier haben wir den dritten Endless Spell, die Skulls. Und den Skullaltar. 2060 Punkte Blades of Khorne, neues Battletown. 2000 Punkte Item of Deepkin. 2020. Oh, 2020. Aber okay. Hier haben wir Ishingard, drei Stück. Nochmal Ishingard, neuen Morsagard, ja, ein fetter Block, Soulsquire, ein Tidecaster, der den Zauber hat mit teleportierenden Held, jo. Eine Schildkröte, Leviathan, Iron of the Sea, jo. Mit dem Zauber, Hauszauber Absolute Darkness, jo. Und mein General hat das Artefakt Lord of Midnight, jo, ein Kellen King. 2020 Punkte, also Deepkin. Aufstellung ist zu Ende. Die Bloodweavers haben sich links positioniert. Hier der Blood Secretor. Da haben die Wrathmongers. Hier die drei Bloodfirster. Die Slaughter Priests haben sich im 8 Zoll um den Altar, damit die Richtsprüche und die Gebete rerollen können. Davor die Blood Warriors. Und hier haben wir nochmal 10 Bloodweavers. Bei den Arian of Deepkin sind die neuen Morsagard und der King und der Soul Squire weg. Wollen irgendwo schocken. Da haben wir Ishingard, Leviathan, Eidolon. Und nochmal Ishingard und die zwei wunderschönen Geländestücke. Ich habe die Inni verloren, somit werde ich mir die Inni in die Runde 1 geben und dann kommen wir zu Zug 1, Blades of Khorne. So, Heldenphase, Blades of Khorne. Der linke Slaughter Priest probiert verhärtetes Fleisch auf die 4+. Jupp, das klappt. Ich darf, gibt Scarbrand plus einen auf Safe. Dann als nächstes probieren wir auf die 4+ den plus einen Hit. Jo, das klappt auch. Und zu guter Letzt probiert den D3 Heal, brauche ich noch nicht, somit bleibt das übrig. Dann brauchen wir als nächstes den Endless Spell. Probieren wir die Skulls und zwar auf die 3+. Klappt nicht, ich darf durch den Altar rerollen. 3+, jo, das klappt. Somit stelle ich die gleich auf. Die Äxte auf die 5+. Nö, reroll. Nö. Und die Ikone auf die 4+. Jupp, das klappt auch, somit stelle ich erstmal die Modell. So, die Endloszauber stehen, beziehungsweise die Richtsprüche des Korns habe ich positioniert und somit kommen wir jetzt zur Bewegungsphase. Bewegungsphase ist rum, Skarbrand ist gerannt, die Reavers sind gerannt, die Blood Warriors sind gerannt, der Bloodfirst hat sich hier vorne hingestellt, die zwei Slaughter Priests haben sich am Skalatar bewegt, er auch. Er ist hier rüber gerannt, die Wrathmongers haben sich hier nach vorne bewegt und die sind gerannt. Und damit war es das in meiner Endphase und kommen wir zur Bewegungsphase. Chargen, Fernkampf habe ich nichts, nichts in Reichweite und somit kommen wir zu Zug 1, Iden of Deepkin. Heldenphase, Iden of Deepkin. Ich mache mit dem Tidecast ein Ritual, dass alle Einheiten nicht fliegen können. Auf die 8. Ja. Jo. Alle oder nur eine? Alle. Alle. Früher habe ich nur eine ausgewählt, aber ich habe es nochmal durchgelesen, jetzt können alle nicht fliegen. Okay, super. Des Weiteren macht er jetzt einen Zauber, dass er teleportieren kann. 9 geschafft. Achso, ich spiele Futan als Dingsfähigkeit. Ja, kriegst du plus 1? Nein. Probiere ich zu bannen? Ne? Also ich kann jetzt den hier 24 Zoll wegstellen und 9 Zoll von dir. Okay. In der Heldenphase. Ja. Gut.
Jetzt macht er seinen Zauber. Absolute Darkness. Kommt nicht. Okay. Ich kann einen Würfel mal rerollen. Mhm. 5 kommt Absolute Darkness. Ja, muss ich mal kurz messen. Nichts in Reichweite, somit kommt es durch. Und ich mache noch ein mystisches Schild auf sich selber. Eine 6. 6. Kommt auch durch. Hat sich mit Mann? Nee, ist nicht in Reichweite. Hat er das auch? Idle of Liebkind Bewegungsphase. Die Ishengard und der Eidolon haben sich nach links gesehen gerannt. Der Tidegaser hat sich nur leicht neu positioniert. Und die Ishengard und Leviathan haben sich nach rechts positioniert. Die Morsangard bleibt noch hinten, ne? Also die bleiben noch da, ja. Gut. Hast du das aufgenommen, dass er teleportiert hat? Das hatten wir alles drauf. Und das war's von Idle of Liebkind Runde 1. Jetzt müssen wir kurz gucken, ob die Richtsprüche bleiben. Auf einer 1 bis 4 würden sie weggehen, die Skulls. Sie gehen weg. Und die Ikone geht auch weg. So, der erste Stern kommt runter von den fallenden Sternen vom Battleplan. Paddy würfelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles außer 3 und 4, bitte. Eine 6. Nein. Wer da drüben? Iniworf, Runde 2. Ich wünsche mir Glück, Charles. Wünsche mir Glück. Ja. Dein Würfel. Iniworf. 4. Oh, du darfst entscheiden. Ich gib's dir. Na gut, das hatten wir auch noch nicht. Dass Paddy mir die Ini gibt. Das stimmt. Kommen wir zur Runde 2. Blades of Corn. Heldenphase, Runde 2. Der Slot of Reese probiert die Axt zu. Mit dem Richtspruch auf die 5 plus. Jo, klappt, stellen wir gleich. Die Skulls auf die 3 plus. Darf er rerollen, weil er am Altar steht. Nö, kommen nicht die Skulls. Und die Ikone auf die 4 plus. Ne, 4 plus, glaube ich. Die kommt auch. Auf die 4 plus probiert der Slaughter Priest. Mordrausch. Plus ein Hit. Auf die 4 plus. Juft, klappt. Und der andere verhärtetes Fleisch auf die 4 plus. Klappt auch. Die Axt hat sich bewegt. Die Axt hat sich bewegt. 3 Zoll an den Ishengard. Auf die 2 plus würde sie D6 tödliche bekommen. Eine 6. Anderen Würfel nehmen. Paddy von Paddy gelernt. D6 tödliche auf die Ishengard. 6. Oh, das war Max. Paddy hat die Wunden zugewiesen und dann kommen wir jetzt zur Bewegungsphase von Blades of Corn, Runde 2. So, die Bloodweavers sind hier rüber gerannt, haben sich neu positioniert, die Wrathmongers haben sich da positioniert, der Bloodfirster ist in die Mitte vom Altar gelaufen, die haben sich zum Missionsziel positioniert, die haben die rechte Flanke ein bisschen geschützt und da haben sich die Slaughter Priests hingestellt. Und das kann leider wieder nichts chargen, möchte den Missionsziel halten und bin gespannt auf Paddys Runde 2. Battleshock, Ishengard. Nein. Passiert nichts. Auf die Heldenphase, Runde 2, Idol of Deepkin. Ein Ritual. Diesmal auf die 9, weil da kein Held mehr dazwischen ist. Na, aber eben auch schon auf die 9. Auf die 8, aber ich habe die 9 gewürfelt. Achso, okay. Jetzt auf die 9, weil das Schiff da ist. Jo. Hey, nein. Super. Können wieder alle fliegen, die Leute. Jawoll. Juhu. Arcanes Geschoss auf ihn. Jo, Arcanes Geschoss auf ihn. Auf den Slaughter Priest. 9. Ich probiere zu bannen. Nö. Eine. Das war schon das Verbot. Ja, das war auch eine. Das ist ja nicht immer das alte Ding. Das stimmt ja. Aber wann ist denn das? 10 plus? Ab 10. Ach so. Also vergesst das. Eine tödliche nur. Eine tödliche. Somit geht der welcher Slotter? Immer noch der. Geht der auf 5. Er macht wieder den Zauber Absolute Darkness. Oh, 12. Jo, ist durch. Und Mystic Schild auf die. Eine 2 und? 7. Probiere ich zu bannen mit dem zweiten Slaughter Priest? Nö, Doppel 1. Gut, dann habe ich wieder Deckung und sie haben Mystic Schild. Alles durchgegangen. Des Weiteren ist nichts in der Heldenphase. Dann kommen wir zur Bewegung. Bewegungsphase ist rum. Die Morsangard und der Affiliate King sind und der, wie heißt der? Soul Squire sind hier raus. Ishengard ist nach vorne gerannt, weil sie können rennen und chargen. Eidolon hat sich auch da positioniert, damit sie... Auge gerannt. Kann jetzt, ich Tidecast, kann aber schießen. Ne? Jo, Tidecast hat sich 17 Zoll von den Slaughter Priest weggestellt und die Schildkröte hat sich nach hinten bewegt, falls der Punkt da hinten kommt und will jetzt auf den Bloodfirster schießen. Da bin ich auch gerannt, weil ich hoffe in der dritten Runde, dass es hier rauskommt, dass ich vielleicht die Doppelturn kriege. Der alte Taktikfuchs denkt schon eine Runde weiter. Schussphase. Ich schieße aber mit dem Schildkröte auf ihn. Jo, auf den Bloodfirster, auf meinen General. Auf die 3. Es werden endlich mal Damage-Würfel gewürfelt. Und auf die 3.
Starke 2. Kein Rent? Nein. 4 plus? Es wird kein Damage gemacht. Hier wird kein Damage gespielt. Ein oder? Ja, schießt auf die da allerdings. Auf die Roughmongers. Ich muss nur gucken, wie viel Schuss. D3, Schuss. Ein. Das ist dein Lieblingsschuss. Drei? Ja. Nein. Wird mal wieder nicht. Kein Schaden gemacht. Wird kein Schaden gemacht. Hier wird sich nur bewegt und auf Missionsziele gespielt. Gut, ich gebe den Soulfeuer, gegen, dass ich da plus 3 auf den Charge kriege, die Einheit. Und Vollgas. Du brauchst eine 6 was, mindestens. Also die Mossergard charged. Eine 8, somit hast du eine 11. Wir stellen die Modell. Der King charged. Das war knapp, und? Oh. 15, der will ganz woanders sein. Der hat's richtig eilig. Stark. Der kann ich nicht, darf ich chargen? Jo. Eine 6 reicht bestimmt vielleicht. Ich kann aber Reroll wegen meiner mein Hornbläser. Also muss ich. Ja, musst du. Okay. Eine 11. Stark. Das Weitere machen wir einen kurzen bisschen Werbung. Vielen Dank an GameMate.eu für das schöne neue Gelände und die neue Matte. Hervorragend. Perfekt für unser Turnier im April. Und hier haben wir noch die super tollen, ganz zu vergessen, haben wir auch noch neu, die Häuser von Urban Metz. Okay, ja. Der alte Taktikfuchs hat gemerkt, er will noch mit einer Einheit schaden, und zwar mit dem. Eine 6, wird reichen? Nein, das sind 4. Achso, eine 4. Aber ich kann nicht mehr rerollen. Reicht dann nicht. Reicht nicht. Ja, dann hat der Patrick Koch. Schade. Der King, weil er gechargt auf die 2 plus kriegt, gibt es die 3 tödliche. Jo. 3, das war Max, vielen Dank. Das war Karma. Bitte. 3. Mit wem fängst du an? Ja, ich mit der Mosangard. Mit der Mosangard. 3 Zoll Palin. Und dann geht's ab. Abfahrt. Betty möchte gerne würfeln, normalerweise sind die sowieso weg. Aber der Herr möchte gerne auch mal ein paar Würfel schmeißen. Ich glaube, es kommen eh nicht alle dran. Das ist völlig wurscht. Weil die erste Attacke zerruft die 6-7 Leben weg. Auf die 3 1 Millionen. Wegen Futa, ne? Oder nee, das ist wegen meinem General, weil er. Achso, weil er in Reichweite ist. Man kennt ihn. Der ist weg, der ist auch weg. Und auf die 3. Ich hätte jetzt mein Buch nicht dabei, aber. Naja. Sind nicht so viele, aber. Ne, 4 Stück. Ja, sind durch. Das sind schon 8. Das sag ich doch, sonst was. Das ist. The Life. Die Roughmongers greifen an. Erst du an der Kamera bin ich. 21 Attacken, 4 plus. Sind nicht so viele. Und 3 plus. Hier, Penny. Rent minus 1. Ignorieren die. Ignorieren die, stark. 2 gehen durch. Ja. Ganz kurz noch zu vergessen, ich hatte ja einen Punkt in meiner Runde und somit bekomme ich 2 Punkte, was ich noch vergessen hatte zu sagen. Ja, kurz nochmal wieder super Taktikschule. Der King konnte ja noch reinpeilen 3 Zoll. Ich habe das aber erkannt und habe deswegen den Roughmonger 1 Zoll noch dargestellt, somit dass er nicht mehr in Reichweite kommt. Betty, du kannst den aber trotzdem peilen, wenn du möchtest. 3 Zoll. Möchtest du das machen? Okay. Gleich zurück an da. Jo. Ich muss mal kurz abmessen. Jo. Ich bin gar. Auf die 3 1er Reroll wegen der King. Ja. Das noch eins. Ja, auf die 1er. Auf die 3. Oh, die armen Waffenmangers. Das sind 6 Stück. Kein Wind, ne? Nein, 4 plus. 1, 2, 3, 4 Stück. 4 Stück, merken wir uns mal. Dann die nächste Attacke. Auf die 3. Ja. Die hauen die weg. Und auf die 3. 1 er Reloading Futan. 3 Stück. 4 plus. Eine, ne? D3. Ja, einer. Okay, sind wir bei 5. Und D3 Attacken. 6. Auf die 3. 1 er Reroll. Alter. Ja. Und auf die 3 immer noch. Und 1 er Reloading Futan. Lieber Himmel. Alle, mal wieder, ey, was sind 4 plus, kein Wert, ne? Dann sind wir bei 4, sind wir bei 9. Das war's. Wir weisen mal die Wunden zu.
Neue Fähigkeit von den Wolfmongers ist nicht mehr, dass sie zurückangreifen können, sondern es wird gewürfelt. Zwei oder mehr Modelle kriegt plus einen auf den Wurf. Bei einer 2 bis 5 gibt es eine tödliche. Bei einer 6 D3. Eine tödliche. Eine? Eine tödliche nur. Battleshock-Phase. 6 Zoll um den. Ich gebe einen Command Point aus. Hab ja noch 3, dass die keinen Kampfschock-Test machen müssen. Gott sei Dank, dass es sowas Tolles gibt. Runde 3. Wo kommen die Sterne hin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hoffe auf eine 1, 2 bei mir. 5, 6. Schildkröte, ich komme. So, bei mir auch oder ist es erst bei meiner Runde? Nee, nicht bei dir auch. Jetzt bei mir auch schon? Sicher? Ja. Okay, bei mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, in die Mitte. Inniwurf, Runde 3. Ich soll wieder vorlegen, was? Oh, stark. Ich? Ist das ein 6er? Ja. Ja, Charles, danke. Jawohl. Ich nehme sie. Jawohl, Runde 3. Idenhoff, Deepkin. Ende der Schlachtrunde müssen wir noch würfeln, ob die Axt weggeht. 1 bis 4 geht sie weg. Jo, sie geht weg. Gut, hier haben wir ja nur 1. 1 bis 4. Jo, sie geht weg. Ich krieg sogar plus 1 auf den Wurf und hätte trotzdem nicht geklappt. Okay, Heldenphase. Was machen wir? Ritual. Auf die 9. Ja. Nein, auf die 10, weil das zu weit wegschickt. Oh. Gott sei Dank. Schade. Ich muss mal kurz was abmessen. Nein, ich mache keine Anerkennung. Okay, was machen wir? Welche Zauber? Ich mache erstmal hier. Minus ein auf Zauber wegen dem Altar. Ja, ich versuche zu heilen. 9, habe ich geschafft. Eine 8 hast du. Ja, habe ich geschafft. Ich probiere zu wann? Eine 9? Ah, reicht nicht. D3, Heilung. 3, stark, das war Max. 1, nächstes. Absolute Darkness wieder. Jo. Was haben wir? Eine 10. Schon abgezogen rein? 9. Ich baue eine 10. Zweite Bahn. Nö, geht auch durch. Was ist das nochmal? Deckung, ne? Ja. Stark. Er teleportiert sich. Ist das ein Zauber oder was? 7, ja. 7, letzte Bahn. Auf die 8. Nö. Keine. Ja, ich habe eine 6 dann noch. Wenn, hat er auch minus 1 leider? Nee. Dann habe ich das geschafft. Ganz kurz, ich muss mal kurz was nachgucken. Teleport, wo soll er hin? Dahin, um den Punkt zu holen. Jawohl. Da kann ich ja mal sagen, was Soul Squire ist gerannt. Die haben sich hier da vorne positioniert. Der wird gleich der richtigste Wurf im ganzen Spiel auf die 4 plus sein. Schildkröte hat sich wieder nach vorne bewegt. Der Tidecaster ist nach dahin teleportiert. Und der Eidolon hat sich auch in Angriffsreichweite orientiert. Okay, was machen wir als nächstes? Ich schieße mit ihm auf ihn. Schildkröte wieder auf meinen Bloodthirster. Ah, stark. Jo, die alle. Würfel sind heiß. 4 plus. 3 sind weg. Mhm. Stark. Geht der auf 11? Jo. Er schießt auf ihn. Auf den Blattförster. Eine Attacke. Auf die 3. Ja, auf die 3. Ja, Retinus 2. 6er. Wie es steht. Oh, nicht schlecht. Gut. Lass mit dem plus 1 safe. Was ist denn das? Ist das schon wieder weg? Ja, ne? Okay. Nicht. Achso. Okay. Ja. Chargen. Wer soll chargen? Schildkröte will chargen. Schildkröte charge. Na, 8. Yippie. Okay. Die wollen chargen. Jo. Eine 8. Oh, weia. Am Blatt, wo er ist. Ja, das steht dran. Das wissen wir doch. Der Soul Squire hat ja den auf den 3 Charge gegeben. Der. Die Morsan Guard Charge erst erstes. Okay. Oder? Nee, der King. Der King. Eine 8. Haben wir eine 11. Jo. Nehme ich mit dem Kampf, ist mir egal. Die Mosa Guard charged. Ne, 6, 9. Jo. Wir stellen mal die Modelle. King, mal der geschattet auf die 2 plus. Ja. Jo, die 3 tödliche. 2. 2.
ist er auf 12. So, möchtest du die tödlich machen? Danach könnte ich ja nochmal peilen, oder? Auf die 4. Auf die 4 plus würde er als erstes angreifen. Wie viel Schaden macht er jetzt auch gerade? Alles noch wie vorher, es sind nur 2 Leben weg. Ich komme, ich will es probieren. 2, 4, 6, hätte ich auch gemacht. 8, 2, 4, 6. 9. Hätte ich auch gemacht. Auf die 3. Nicht so viel. 1, 2, 3, 4, 5 nur. 5 tödliche. Leider keine 6. Somit geht der auf 7 runter. Das war zu wenig. So. Entscheidender Wurf. Auf die 4 plus. Greift er das an? Nein, er greift nicht er das an. Dann war es ein Fehler. Aber egal. Gut, ich greife ja in meiner dritten Runde. Hast du irgendwas überall als erstes an? Du hast ja nichts, weil du... Nö, du greifst überall etwas an. Die beiden, ja. Dann fange ich hier an. Jo. So. Ja, jetzt war es ein Fehler mit dem Tödlichen. Findest du? Mhm. Ach so, ich buffe, na klar, alles die hier. Ja. Also mit meinen 3 Kommando-Points. So, Paddy hat die Command-Points ausgegeben, weil wir ja nach Felmer Turnierregeln spielen und da mehrfach stacken nicht möglich ist auf die gleichen Einheiten. Kriegt er eine zusätzliche Attacke, die eine zusätzliche Attacke und die eine. Normalerweise hätte ich jetzt 3 Kommando auf die gegeben. Jo. Okay. Ich fange als erstes da an. Jo, Paddy darf sich bei der Angreifen, den Kampf reingeschafft. 3er, 1 Reroll. Hier ist noch eine 1. Und auf die 3. Das sind 5 Stück. 4 plus. Das sind 3. Ja, geht schon mal einer. Da die nächste Attacke. 1er Reroll. Und Futan, also auf die 3. Auf die 1er Reroll. Das sind 5. Und auf die 4. So sind sie tot. 2 plus, bin ich der Tödliche. Jo, eine tödliche. Kann ich noch was machen? Ja, aber der tödliche kriegst du noch. Ich wollte mit dem noch chargen, egal. Mit dem? Den. Mach, wenn du mal chargen möchtest. Ich hatte den vergessen zu chargen, ich will immer den noch chargen, bitte. 4, nein, halt nicht reicht. Gut, Gerechtigkeit. Karma. Ja, doch, aber ich wäre dann hier hingegangen. Ja, mach, kannst ist du gerne machen. Gut. Nee, das ist gut so. Also machst du jetzt. Ja, also okay. Ich bin nach deinem Charge, mehr ist nichts. Auf die 3, 1er Reroll. Ja. Auf die 3. Oh Mann, Alter. Eine nur. Rand minus 2. Oh Mann, ist das bitter. Jo, ist durch. 3 Schaden. Hat er noch 4. Dein Schwert hat er nicht gezogen. Dann auf die 3, 1er Reroll. Einzel Reroll, wenn das wegen Futan, 2 Stück, Rent minus 1. Beide durch. Jeweils 1. Dann sind wir bei 2. Und die letzte Attacke auf die 3 Einzel Reroll. 2 Stück, kein Rent. 4er. 2 Schaden. Ist er tot? Das sind die normal eine mehr. Der Champion hat auch eine mehr. Okay. Auf die 3 Einzel Reroll. Ja, so alles. Ja. Und auf die 3. 4 Stück. Wait minus 2. Ist durch. Ach. Ist er weg. Und die anderen, das ist eine, 2, 3. Auf die 3. 1 Reward. Auf die 3. 3 Stück. 5er. Nein. Da ist 2 Schaden. Jo, geht er auf 3. Auf die 3. 1 Reroll. Und auf die 3. 1 Reroll. 3 Stück. Rent? Nein.
Dreier. Nice. Zwei Leben? Nein, mach die drei, mach das. Zwei. Hat er nur ein? Ja. Und die letzte Attacke. Das ist eine mehr, also das sind zwei, also drei. Jo. Das sind zwei. Und das auch nochmal drei. Jo. Also acht. Jo. Sechs. Auf die drei. Keine Eins diesmal. Und auf die drei. Auch keine. Drei Stück. Ein Wend. Oh. Das ist durch. Ist er tot. Gerade so. Die haben mal ordentlich was weggemoscht. Das sind auch eine Moschergard, heißen die auch. Moschergard. Ich habe jetzt 5 Blutzehnpunkte. Schildkröte, Kaffer. Jo. Ja, das ist ein geiles Spiel bis jetzt. Ja. Ich bin gespannt gleich. Ich bin gespannt. Er greift die an. Gut, dass ich das Beteiligen dabei habe. Warum? Ich glaube, damit ich auch gleich mal angreifen kann auf meiner Runde. Ja, stimmt. Auf die 3. Ja. Keine 6, ne? Das ist noch nicht die Attacke. Ach so, okay. Auf die 3. Zwei Stück. Kann ich kleinen Rent. Dann haben wir einen 4 plus. Einer ist durch. Ein Schaden. Ein Schaden haben wir. Notiert. Auf die 3. Oh. Jetzt kommt, wenn ich eine 6 würfele. Nee. Nein, ich würfel sogar eine 1. Auf die 2 wäre es gewesen. Oh, Scheibe. Und auf die 3. Alter, oh, du triffst heute nicht. Die hat heute keinen Bock. Gummelwurf. Ach du Scheiße. Nichts getroffen. Nix. Ey, die kann Schaden machen, hat aber nicht gemacht. Ja, die zwei Ale. Ja. Drei. Die machen mehr Schaden jetzt. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie nicht mehr leben, habe ich eigentlich gedacht. Ja, das stimmt. Aber das ist ein Würfelspiel. Richtig. Auf die 3, also 4 Stück. Zwei Stück nur. Zwei auf die 4. Stirbt einer. Und auf die 3. Auf die 3, 1er Reroll. Ja. 1er Reroll, weil Futan hat keine Reichweite, ne? Nein. 4 plus. Jo, ist durch. D3. 2. Sind wir zweite tot. Und die letzte Attacke, D3 Attacken. 4. Oh, habe ich einen 6 gewürfelt oder was? Nee, das ist jetzt nicht. Ach, Scheiße. Das weiß ich nicht. Musst du. Ja, verdammt. 4 Stück. 3 sind das nur. Ja, 3 Stück. Red? Nix. 4 plus? Jo. 5. Gehen 2,5. Ich hab echt gedacht, die sterben, Alter. Und die peilen dann gleich nach und schlagen zu. Das sind die zwei, die gestorben sind. Die schlagen auf die Ischengard dazu. Das ist 4 plus. 3 plus. Eine. Safe. Jo. Und die auf die Schildkröte. 4 plus. Und 3 plus. Oh, 4 Einsen. Gab's auch nicht. Sind das die Toten gewesen oder war das schon das? Das durch. Das Slaughter Priest ist reingepeilt oder muss reinpeilen. Ja. Auf den King. Dann sind das 3 Attacken 3 plus. 4 plus. Nö. Die wollen heute alle nicht Korn. Die 3 Attacken 3. 4 plus. Nö. Hast du den Blutgott voll beleidigt oder? Leben. Ich habe 4. Paddy hat 2 Missionsziele eingenommen. Das eine halte ich noch, weil ich da mehr Leben habe. Somit hat Paddy 6 Punkte und ich bin noch bei 2 und jetzt kommt meine Runde 3. Hier nochmal vielen Dank an den Alexander P. für sein schönes, wunderschönes Baukastensystem, wo man was Schönes reinmachen kann und die Punktzahl und Kommando-Points und Rundenzahl alles stecken kann. Vielen Dank. Korn, Runde 3. Paddy nimmt sein Artefakt Cloud of Midnight. Ich darf in der Heldenphase nichts machen. Gegen keine ihn. Gebete. Keine Gebete. Nein, ich kann das schon machen, aber nicht auf ihn. Ja. Okay, dann probieren wir die Slaughter Priest. Er hier probiert sein Damage-Gebet auf die 4 plus. Auf wen? Reroll Einsen. Auf die. Die 6 tödliche. Wie viel Leben hat der? Der hat noch volle Leben. Wir machen es auf die. D6 tödliche. 6. Lieber Himmel. Der zweite probiert dasselbe. Auf die 4 plus. Reroll wegen Skalata. Nein. Und kriegt nur eine tödliche sogar. Ne, geht auf 5 plus.
Meine Liquid-Modelle weg. Der probiert die Axt. Auf die 5 plus. Come on, die wäre cool. Jo, sie kommt. Der andere probiert die Ikone auf die 4 plus. Kommt auch. Ich stelle mal die Modelle. So, die Endless Spells oder die Richtsprüche. Die Ikone stand hier, ist hier rüber geflogen. In 1 Zoll, leider eher ist ja nicht. Ist betroffen, 1 Zoll. Anders auf die... Hier muss ich gar nicht würfeln. Gibt es W3 tödliche, weil sie 1 Zoll dran stehen? Was ist das? Drei tödliche. Mhm. Die Axt stand vorher hier, ist hier rüber geflogen und hat sich dann hier positioniert. Der Eidolon, auf die 2 plus kriegt der D3 tödliche. Nein, die auf die 2 plus. Jo, D3 tödliche für die Ischian. Eine. Mhm. Und in 3 Zoll auf die 2 plus kriegen die D6 tödliche. D6 tödliche. 6. Ja, als die 6 bei tödlichen. Das sind nur 18 tödliche. Glückwunsch. Der Slaughterpriest probiert plus 1 auf Safe, auf die 4 plus. Jo, klappt. Und der andere probiert plus 1 Hit auf die 4 plus. Klappt auch. Bewegungsphase Korn. Der hat sich, ist hier rübergeflogen, weil er hat 14 Move. Das passt. Der hat sich aus dem Kampf zurückgezogen. Er hat sich positioniert zum Missionsziel halten. Die Bloodweavers sind gerannt zum Missionsziel halten. Skarbrand steht 3 Zoll zu Leviathan. Hier habe ich einen Command Point für 6er Rennen genommen, damit ich hier über den Berg komme und dann vielleicht nächste Runde mit einem Doppelturn da dran komme. Ja, er macht seinen letzten Command Point, dass ich Dämon Charge revolen darf. Somit habe ich keinen Command Point mehr. Und dann kommen wir jetzt noch zur Fernkampfphase. Wie viel? Die haben volle Leben, nee. Du musst der eh Skarbrand auf das nächste Modell schießen. Oh, und welches ist es? Zurzeit die Schildkröte, glaube ich. Schildkröte. Schade, jetzt gerade hätte ich ein bisschen verschoben. Tja, auf die 4 plus. Das wären 2 tödliche. Von Skarpan. Ach, da wird gar nicht mehr. Doch, das war der. Da wird gleich tödliche gemacht, jawohl. Da gibt's keine. Da gibt's keinen. Charge. Der Blattfürster charged. Eine 9. Skarbrand charged. Eine 3, gerade so. Hättest du auch wieder gehabt. Ja. Dann stellen wir mal die Modelle. Also mein Beteiligen sagt, er darf sowieso immer als erstes angreifen, wegen Artefakt der Macht. Weil ich so einen bestimmten, ich weiß gar nicht, wie das heißt, muss ich mal ganz kurz nachgucken. Aus dem neuen Buch, alles neu, alles top, richtig geil. Eigentlich wären ja die Deepkin in der dritten Runde, aber es gibt ja immer jetzt Sonderfähigkeiten, die das anderen Völker, dass das schwächer wird von den Deepkin. Richtig, und ich spiele die Blutherren, das ist dieses Volk, die Blutherren, da ist das Artefakt, er darf immer als erstes angreifen, zu Beginn der Nahkampfphase. Und das Bataillon sagt das gleich dazu. Oh. Ja, einmal abgeräumt. Also, Runde 3. Normalerweise dürften die Deepkin sofort angreifen, da er ein Artefakt der Macht hat, weil ich die Blutherren spiele. Das ist ein Volk von den neuen Blades of Kornhoi, ist das Artefakt der Macht. Er darf immer zuerst angreifen. Des Weiteren spiele ich ja einen 3er Bloodfirster Battalion und somit, sobald der Angriff hat, darf der Skarbrand als nächstes angreifen. Das geht aber nur in meiner Runde, nicht in Paddy seiner Runde. Man merkt, die neuen Völker haben alle, dass man die Deepkin irgendwie austricksen kann, weil wenn die in der dritten Runde als erstes angreifen, war vielleicht doch zu stark. Jetzt kriegen die ganzen neuen Völker so eine neue Ability oder Fähigkeit. So. Ja. Und jetzt Blut für den Blutgott, gib mir gute Würfel. Wir wollen Blut sehen. Genau. Und zwar, der Bloodfirster greift an. 3 plus, er kriegt bloß ein Hit wegen dem Gebet. 1er Reroll wegen Dämonen. 1er Reroll. Da ist auch noch eine 1. Jo, und jetzt bitte. 2 oder 3 Sechsen bitte. 2 plus. Oh, nur eine 6. 4 Stück mit Rent minus 2. Ja, der Akku war wieder alle. So, 4 auf die 6. Komm, Betty, nicht so viele Sechsen. Alter. Eine nur, alle safe nur. 3d6. Nein, nimm deine Würfel. Oh, das war jetzt viel. Ist egal. Oh, das war viel. 14. 15 sind das. 15 10. Schaden plus 4 tödlich sind 19 auf die Morsa. Oh. Mensch. 2 Leben hat der letzte Morsa noch. Die haben hier 4 tödliche bekommen. Da ist auch ein Eisstein gestartet. Er hat hier einen 6er Retter, 4 tödliche. Wegen dem Schiff. 6er, keine 6. Keine 6, kriegt er 4 Schaden und der King 4 Schaden, bitte. Ja. Jetzt kommen wir zu Skarbrand, den nächsten Brut aus der Hölle. Skarbrand, voll Action. Mord. Mord hat 9 Attacken, weil er vorher nicht angegriffen hat. 4 plus, 1er Revolt. 1er Revolt, weil er ein Dämon ist. Oh, das sind nicht so viele.
Und Hälfte. So Hälfte. 3 plus 1 am Reroll, weil es ein Monster ist. 5 Stück mit Rent minus 2. Ich nehme meine Deepkin-Würfel. Ja. 8 und 5er. Mhm. Boah! Wer hat nur 6 Schaden? Und Carnage? Bist du noch drauf? Ja. 1 plus, eine 6 wäre cool. Ne, 8 tödlich noch. Macht Spaß. Sind 14, ne? Ja. Hat er nur. Ja, nichts mehr, ist tot. Da geht gar nichts mehr. Auf geht's, Skarbrand, ich hinkern. Drei Stück. Darf ich deine Deepkin-Würfel nehmen? Nein. Okay. 2 gehen durch. Ein Charlie. Geht auf 12. Weiter geht's. Die fallen aber auch wie die Fliegen. Ach, hör auf zu lallen. Keiner. Okay. Und die 3 Attacken. 5. Oh. 1 auf Rolling Futter. 5 Stück. Ja, was machen wir jetzt? 4 plus? Mhm. 2 sind insgesamt 4 Leben weg. Hat er noch 10? Da geht viel. Hat er nur noch 10. Der schlägt aber beim nächsten Mal nicht mehr so hart zu. Ja, es ist. Brauche ich auch, weil es ausgelöscht ist. Der Champion hat eine mehr, also 4 Attacken. Auf die. Ach, 1er Reroll, wegen King. 4 Stück. Rank? Nein, ist nicht gecharged. Dann habe ich einen Dreier. 2 Stück. 3 Stück, geht er auf 9. 1er Reroll. Bist du auf noch weiter oder was? Ich bin drauf, ja. Und auf die 3, 1er Reroll. Eine 2, einer. Ups, der legt wieder alles weg. Der mal. Und, Rent? Dann ist safe. Nein, ich habe keinen Rent. Nur wenn die chargen, machen die Rent. Okay. Die 3 Attacken, 3 plus weil er gebufft ist, 4 insgesamt. Ist das bis zur nächsten Heldenphase? Ja. Boah. Bis zur meiner nächsten Heldenphase. Also für Deepkin ist eigentlich wichtig, dass du die dritte Runde kriegst. 2 Stück. Ein Dreier. Boah. Einer noch. D3 was? Nein. Auf 8. Gut, kriegst du 6 Punkte. Kampfschock? Ja, der flieht. Brauche ich nicht zu würfeln. Okay. Mm-mm. 6 Punkte hier bekomme ich nicht, weil wir haben Hausregel, fliegende Einheiten bekommen nichts. Und kommen wir zur Runde 4. Puh. Inni-Würfel. Mann, Betty, ich leg mal vor. Mit einer guten 1 bestimmt. Oh, ich habe eine 6. Da muss ich eine 6 würfeln. Ich baue Druck auf. Ich bekomme auch noch einen Blutzehnpunkt. Wir sind ja bei 7. Auf jeden Fall brauchen die das. Auf jeden Fall. Ja, das ist meine Kampfeigenschaft, ne? Ich beschwöre nichts. Ich werde bestimmt einmal zuhauen gleich. Okay. Ja. Du. Na, dann nehme ich die Idee. Ich muss hier keinen Battle Shock machen, weil ich plus 3 auf dem Battle Shock kriege, also ist nur einer. Jo, wir gucken, ob die Gebete da bleiben. Bei einer 1 bis 4 bleiben sie da, also bei einer 5 bis 6. Nein, das geht weg. Und die Ikone, die bleibt. Die Ikone bewegt sich, 8 Zoll, weil ich das meine Runde Anfang der Heldenphase, bewegt sich. Die 3 tödliche für deine Ischien, eine und für dein Eidolon. 2. Hast du einen 6er Retter? X. Auf 6? Ja. Und hier ein Ding da sein. Ja. Der Slaughter Priest probiert die Kriegsaxt auf die 5 plus. 1, also wir wollen, weil er am Altar steht, 5 plus. Ich nix. 3, war nicht. Mhm. Der andere probiert die Skulls auf die 3 plus. Reroll. Jo, die Skulls kommen. Schau mal, auf die 4 plus. Auf wen? Das kann ich ja wählen. Auf den Eidolon. D6 töte hier auf Eidolon. 2. Durch. Jo. Die Schiffe bringen viel mit dem 6er. Also auf 8. Und der nächste, auch nochmal der Damage-Zauber, auf die 4 plus. Reroll. Jo, D6 tödliche nochmal auf Eidolon. 2. Das gibt's doch nicht. Eine. 6. 9. Das Hit-Gebet auf den Bloodthirster auf die 4 plus hat geklappt.
und den Save auf die 4 Plus. Reroll wegen Altar. Hat nicht geklappt. Ich nehme in meiner Heldenphase roter Regen, alle Cornerheiten heilen D3, der Bloodthirster. Eine. Die Slaughterbeasts sind beide wieder voll. Der ist auch voll. Und Skarbrand kriegt eine. Na, das hat sich ja gelohnt. Das Coole ist halt, dass das jetzt zu jeder Heldenphase geht. Das haben sie halt neu gemacht. Die Slaughterbeasts haben sich ein bisschen umpositioniert. Er hat 3 Zoll sich entfernt. Die sind gerannt, weil die rennen und chargen können. Die sind 3 Zoll weggeblieben, damit wir das Missionsziel haben. Und jetzt kommt der Fernkampf von Skarbrand. Eine Attacke, 4 plus. Seh nix, 4 plus. Eine Mortal Wound. Bloodthirster. Jo, eine 10. Ja, wie oft hast du denn jetzt schon umgehauen? Ja, da kann ich doch nichts. Ich glaube, du kannst mal gleich was in die Kasse machen, weil... Das zählt nicht, das ist magnetisiert. 5 Attacken auf die 3. 1er Reroll. Jo. Und jetzt ein paar Sechsen wären cool. Und auf die 2. Komm, ich will einen Schrei hören. 2. Boom! 2 Sechsen. Das sind 5 Stück mit Rent minus 2. 5 Stück? Ja. Ich weiß aber nicht, auf wen du gemacht hast. Also wir mussten mal gucken. Weil er das Dings Absinthe Darkness hat, hat er King gerade einen Zweier. Rentminus 2 ist ein Vierer. Eine ist durch. Jo. Alles über 3 ist er tot. Eine 3. Und alle 8 Zeug kriegen 6 tödlich. Hier haben wir noch einen 6er Retter. Wird sehr schwer, aber Petty, deine Glückswürfel, schaffst du bestimmt 4 Sechsen. Ne, du bist ja auch weg. Ja, heftig, das Spiel heftig. Ist sehr fair geworden. GW, danke. Und man muss wirklich sagen. Das macht überall. Das hat überhaupt nichts mehr mit Spielen zu tun. Es gab einen Treffer. Ja, sagst du nochmal was. 5 Attacken. Sag ich mal. 4 plus. 2 Stück. 3 plus. 2 Stück. Red minus 2. Ach, das ignorierst du? Durch. Eine durch, 3 Schaden. Und Total Carnage auf die 4 plus. Jo, das sind 8 tödliche. Heftig, heftig. Vielleicht kriege ich den noch. Ja, ich bekomme volle Punktzahl. Wie viel kriege ich da? Das ist die 4. Runde, 12. 12 Punkte und dann kommen wir zur Paddys Runde 4. Ah, kein Bolt, mach ich. Jo. Sieben, ich probiere zu bannen. Jo, ist durch. Eine tödliche. Geht der auf 1. Ich renne mit denen ein. 2. Wie viel hat der? 7. Oh ja, sicher. Charge. Jo. Jo, ist dran. Ne, ich charge nicht, weil der macht dir keinen Schaden. Ich gehe zurück, kriege den Punkt nicht und schieß vorbei. Postgame-Show, Blades of Core, mein lieber Scholli. Junge, wir sind die Deep Game untergegangen. Ja, Fischfrikassee gab's heute mal. Das Schlimme ist, ich konnte auch, wenn ich jetzt meine Turnierliste gespielt hätte, hätte ich auch keine Chance gehabt. Ja, lieber Himmel, die Bloodthirster sind jetzt wirklich eine fürchterliche Nummer. Wenn sie angreifen mit den Artefakten, mit den Battalion, dass sie immer als erst angreifen, mein lieber Scholli. Das Schlimme ist, ich habe gar keinen Spielfehler gemacht und ist trotzdem einfach untergegangen. Ja, Korn. Ganz schön weit nach oben. Vorher nicht so, war eine mittelmäßige, aber die steigen ganz schön auf mit den Scaven und Flash Eatern auf eine Ebene. Auf jeden Fall. Schlimme ist, jedes neue Volk gerade zur Zeit rauskommt, ist irgendwie ein bisschen. Ruppelt ganz schön nach oben. Ein bisschen unbalanced. Ja, hauen dann ganz schön zu. Ja, Schlimme ist, ich habe ja auch noch eine ziemlich neue Armee, ein Jahr. Und man merkt trotzdem, ein Jahr ist schon fast geht, kann man schon ein neues Buch brauchen. Ja, also da muss ich aus der Community den Dennis mal geben, alles OP ist nichts mehr OP. Ne? Nee, aber wie gesagt, ich hab ja ein neues Volk und hat keine Chance. Ja, war echt heftig das Spiel. Und auch, ich habe noch gut gesaved. Das ja, kann, also, ja, das ist ja noch der King wäre noch schlimmer ausgefallen, wenn der Paddy nicht so gut gesaved hat. Ja, ich hoffe, der erste Eindruck von Blades of Corn hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen hart ist. Das war auch 3 Bloodthirsters, auch schon ziemlich heftig, muss man doch schon wirklich sagen. Ja, muss man aber trotzdem rechnen, wenn man ich spiele eigentlich nur auf Turniere oder harte Listen, oder, da muss man ja damit rechnen, dass 3 Stück. Deswegen habe ich es ja auch gespielt, weil Paddy das ja gerne macht. Ja, ich habe da kein Problem mit, aber wie gesagt, es ist trotzdem
sehr schlimm, dass man nicht mal eine Chance hatte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald. Bis dann. Ciao. Blut für den Blutgott.